Man sieht jeden Tag dieselben Gesichter, Gerüchte verbreiten sich schnell und dann sind da Zeiten, wenn mir das Ganze wirklich auf die Nerven geht. Und manchmal fühle ich mich, ich wäre besser dran, wenn ich in einer großen Stadt voller Fremder wäre. Aber selbst dann liebe ich diese Stadt. Du bist da, Großmutter ist da. Und was noch viel besser ist, da ist, es gibt hier etwas, was ich tun kann. Also, machen wir weiter, Senpai. Wir spüren Rises Leidenschaft. Und wir fühlen, dass wir sie ein wenig besser verstehen. Ja. Sie hat den starke Verlangen, ein gewöhnliches Leben zu fühlen. Führen, nicht fühlen. Oh, und ihr Kampfeinsatz hat sich erhöht. Sie hat eine neue Fähigkeit, den Schatzradar. Wir sehen nun die Aufenthaltsorte aller Schatztruhen auf der Karte. Ich habe noch keinen Einteiler gesehen, der mir gepasst hat. Also ich schätze, so, wir sollten nach Hause gehen. Oder sie hat einfach keinen gesehen. Gehen wir, Senpai. Juhei. See you later, Senpai. Das war doch mal ein aufregender Tag. Ah. Ja, so ist das noch, wenn man beim Social Link am Anfang steht. Manchmal wirst du einfach nur als Schleppesel irgendwo mit hingezogen. Obwohl wir diesmal gar nicht schleppen mussten, weil die gute Risa gar nichts gekauft hat. Aber warum sollte sie auch? Sie hatte wahrscheinlich ihre 50 Kleiderschränke voll mit verschiedenen Bühnenkostümen noch und was weiß ich was alles. Naja, lesen wir ein bisschen weiter. Und erhöhen unser Verständnis. Und es sind immer noch ein paar Seiten übrig. Ist auch kein Wunder, denn wir haben jetzt ja gerade mal das zweite Mal das Buch gelesen. Wieder nur warten, bis die Polizei weitermacht. Und ansonsten nur die Hände in den Schoß legen. Und wir kriegen einen Anruf. Und es ist... Hi. Gehen wir doch zu Juness heute. Nee, ich passe. Tut mir leid, ich habe noch ein wenig an Geschäften zu erledigen. Unter anderem ein bisschen Geld verdienen, dachte ich mir mal. Mit so ein paar Kindern, ja. Kinder sind awesome. Machen wir mal. So, da sind wir. Wir helfen bei der Kindertagesstätte. Hey, wer möchte Ninja spielen? Go Ninja, go Ninja, go! Keiner anscheinend, die Begeisterung ist groß. Los, hebt eure Hände! Ja, ich will nicht Ninja spielen, meine Klamotten werden schmutzig. Oh. Und dann wird Mama sauer, ne? Ja, aber er spielt trotzdem mal Ninja. Mal komplett davon abgesehen, dass das Mädchen Einwände dagegen hatte. Oder er ignoriert die ganzen Einwände. Und wieder werden wir von allen Seiten herumgezogen. So, und was gibt's heute? Yuko und ich bin hier. Gehen wir nach Hause. Ja, er hat immer noch nicht so wirklich Bock drauf. Wo möchtest du denn dein Abendessen gehen? Wir können irgendwo hingehen, wo es teuer ist, wenn du das möchtest. Oh.
Ich habe keinen Hunger. Ich möchte mehr, noch mehr spielen. Ach, dann komme ich nächstes Mal später wieder. Ich habe sogar eine Show, mitten in einer Show bin ich gegangen, um rechtzeitig hier zu sein. Ah. Schwere Geburt. Ich hätte es besser wissen müssen, als es zu versuchen. Wir sind nicht miteinander verwandt. Da ist nichts, was ich dagegen tun kann. Also, kannst du Jutta lieben oder kannst du ihn nicht lieben? Ist das wirklich eine, so eine Barriere, die man da sich aufbauen muss? Die Verwandtschaft? Ach, sie bleibt stumm. Sie sagen, wenn eine Frau das Frühstück... das Frühstück, das Brust... Die Brustbemutterung anfängt, werden ihre materiellen Instinkte aufgeweckt. Es ist wahr, ich hab's im Fernsehen gesehen. Materiellen Instinkte, ach. Was rede ich da eigentlich für einen Blödsinn? Brustbemutterung. Muttermilch. Egal, ich kann nichts tun, das Schicksal hat mir den Kopf abgeschlagen. Wo wir gerade von Schicksal sprechen, hast du das schon mal gehört? Dein ganzes Leben ist vorherbestimmt. Noch bevor du überhaupt geboren wurdest. Wir sind einfach nur kleine Roboter, die einem Programm folgen, das unser Schöpfer für uns gemacht hat. Ja, interessante Aussage. Also, was auch immer passiert, es gibt nichts, was man dagegen tun kann. Es wurde für uns bereits entschieden. Fühlst du dich dadurch nicht besser? Ist das nicht eine wunderbare Idee? Ich weiß nicht so recht. Möglich ist es. Aber wir können trotzdem immer noch Entscheidungen treffen, die unser Leben beeinflussen, ne? Aber du hast recht. Geben wir ihr mal recht, damit sie sich gut fühlt. Weil sie hat es ja im Fernsehen gesehen. Und sie hat sogar von dem Moderator da oder von dem Lehrer da sich eine Ansprache angehört. Ich war zu Tränen gerührt. Ich war so erleichtert, das zu wissen, dass es eine höhere Macht gibt. Heilige Scheiße, Mann. Das hast du ja auch nur eingeredet, damit du dich besser fühlst. Es gibt wirklich nicht viel, was man tun kann, wenn man in einer Stadt, so, in einem Ort so weit weg von der Stadt lebt. Alles, was ich habe, ist das Fernsehen und das Internet. Man kann Dinge nun im Netz kaufen. Es ist so viel bequemer. Ich habe, was aber auch Fakt ist, ich habe Probleme damit, in Form zu bleiben. Ja, den ganzen Tag nur Fernsehen und Internet und Sachen in sich reinstopfen. Ehrlich zu sein, ich möchte einfach nur wieder zurück in die Stadt. Tja, warum nimmst du Jutta nicht mit? Lass einfach los. Lass einfach los. Ja, das habe ich schon vor einer langen Zeit aufgegeben. Ein wenig lächelt sie aber sogar. Ich erzähle dir wirklich viele persönliche Sachen. Bitte, erzähl's nicht Yukun oder den anderen Müttern. Werde ich nicht. Thank you. Danke, Mr. Yu. Sieht erleichtert aus. Ja. Wirklich seltsam, die Frau. Mit ihrem Glauben. Ja. Kann man jetzt so oder so sehen. Aber wie ich schon sagte, also gewisse Dinge in unserem Leben können wir ja beeinflussen. Ob da nun was hintersteckt, who knows. Naja. Sie will Yu nun nach Hause nehmen. Ich hoffe, sie schafft es auch. Und, aber wahrscheinlich ist eher, dass er schon nach Hause gelaufen ist. So, oh, 8000 Yen haben wir heute verdient. Nicht schlecht. Das sind wir. Könnten heute was mit Nanako tun? Bin ich mir irgendwie noch nicht so sicher. Boah, der war doch gewisse Eigenschaften. Ich glaube zwar nicht bei ihr.
Aber ich entscheide mich dann doch nochmal im Zimmer was zu machen. Ein bisschen lesen. Oder? Ja. Verständnis. Yeah. Dienstag. But for me, it was Tuesday. What should we do, or what should we do? I don't know. Gehen wir erstmal in die Stadt. Wieder ein schön sonniger Tag in unseren schön sonnigen Sommerferien. Vom Regen keine Spur. Und da ist Yukiko, da ist Chie und da hinten. Oh, alle unsere Mädels sind heute am Start. Uiuiui, Mann, da ist die Entscheidung richtig schwer. Ich glaube, ich entscheide mich für erstmal für die Automaten. Der nachgefüllt ist. Und in der Zeit können wir uns überlegen, was wir tun. Glaub aber, es könnte nicht schaden, Recess Social Link ein wenig aufzuleveln, wie bezüglich ihrer Fähigkeiten, die sie ja noch hinzugewinnt. Als unsere Navigatorin. Da ist es immer nützlich, die schnellstmöglich freizuschalten, denn sie sind wirklich eine große Hilfe. Die besten natürlich dann, wenn sie ein Level hat, also ihre mit ihren Erfahrungspunkten natürlich, wenn das hoch genug ist. Da schaltet sie richtig gute Sachen frei, die unser Leben um einiges leichter machen. Aber so wie ich mich kenne und so die Spielverläufe, die ich hatte, wird das erst relativ weit am Ende des Spiels, wenn überhaupt, geschehen. Naja. So. Ich jetzt zufällig jemand mit einer Quest. So. Dr. Salt Neo. Salt. Das perfekte Getränk für Leute mit Rachegelüstern. Also möglicherweise für Big Boss, hä? Vielleicht sollte man Metal Gear Solid 5 umnennen in The Salty Pain. Naja. Vielleicht wird es ja noch gemacht. Ich meine, wir sind ja jetzt noch ganze Weile von dem Spiel entfernt, denke ich mal. Ein Release-Datum wurde zu dem Zeitpunkt, wo ich das hier aufnehme. Und das ist jetzt im November 2014. Wurde kein Release-Datum bisher genannt. Ich denke aber mal, im nächsten Jahr wird das Spiel wohl rauskommen. Nun denn, drehen wir ein paar Kreise um Riese und ja, sprechen sie von hinten Oh, an. Senpai. Ja, wie sie immer so niedlich sagt, dass wir spielen gehen. Mal sehen, was heute so geht. Central Shopping District. So. Wir waren essen im Aya und begleiten sie nach Hause. Ist ja so eine weite Strecke. Ah, der Geschmack war immer noch stark, aber es war gut. Das Essen meiner Großmutter ist irgendwie so langweilig. Auch wenn Tofu gut für jemand für dich ist. Und wer ist das? Verdächtiger Mann steht vor Reese's Haus. Oh yeah, das sieht nach einem Stalker aus. Schon wieder so ein Reim. Ist das ein Reporter? Oder ein Stalker? Reese macht sich Sorgen. Schreien, Polizei rufen oder ihre Hand greifen und wegrennen. Klingt irgendwie cool, machen wir. Es ist schon in Ordnung. Wir wissen noch nicht, ob er wirklich gefährlich ist oder nicht.
Ah ja. Schauen wir einfach mal und warten wir, okay? Aber danke trotzdem. Oh, und sie scheint plötzlich keine Sorgen mehr zu haben. Aber trotzdem, dieser Typ. Was habe ich? No way. Inui-san, bist du das? Oh, er kennt die Person. Sie? Risei-chan. Fan oder sowas? Warum bist du hier? Ich habe doch schon alles mit der Agentur gesprochen. Ah, okay, wahrscheinlich ein Manager oder sowas. Liegt da nah, sehr nah. Ich bin hier, weil persönlich kann ich das nicht akzeptieren. Ihren Rücktritt wahrscheinlich. Oder ihre Auszeit. Vielmehr. Ich habe die ganze Zeit auf dich aufgepasst als dein Manager. Ich bin nicht mehr länger eine Persönlichkeit. Ich bin jetzt ein kompletter Mensch. Meine Privatsphäre gehört nicht mehr zu deinen Manager-Tätigkeiten. Sagen wir es mal so. Geh nach Hause. Wenn nicht, dann werde ich die Polizei rufen. Uiuiui. Warte. Kannst du es nicht nochmal überdenken? Ich glaube immer noch stark daran, dass keine andere Schauspielerin die Rolle besser spielen kann als Risei Kujikawa. Deine Fans würden sich auch über den Film freuen. Film also. Film über Risei. Du willst immer noch, dass ich Schauspieler? Hä? Jedenfalls, ich bin durch mit dem Ganzen. Ich habe nichts mehr mit dem Showbusiness zu tun und diesem ganzen Zeugs.